Hallo ihr Lieben, ich möchte euch gerne mal meine liebsten Sommerprodukte vorstellen. Könnte euch vielleicht interessieren, da ja noch Sommer ist. Und ja, diese habe ich schon seit einigen Jahren. Wenn ihr jetzt gespannt seid, was ich euch so zeige, dann bleibt doch jetzt dran. Fangen wir gleich mit Produkt 1 an. Vielleicht für euch ein bisschen komisch, aber Kaffeepulver. Und nein, nicht nur zum Trinken. Ich trinke jetzt nicht so viel Kaffee. Aber vor allem, falls ihr es noch nicht wusstet, Kaffeepulver kann man super anzünden und dann vertreibt man Gelsen und Mücken und jegliches Bienchen damit. Und ganz natürlich, also ihr müsst wirklich nur ein bisschen Kaffeepulver anzünden mit einem Streichholz und das klappt super. Und Kaffeepulver eignet sich auch super für ein Kaffeepeeling. Ich habe euch dazu schon mal ein Video gemacht, wie ich meins herstelle. Deswegen Kaffeepulver unbedingt ein Sommer-Must-Have für mich. Weiteres Produkt von Ciaia. Ich glaube, die Marke heißt so und man spricht sie so aus. Ich bin mir nicht sicher. Das ist so ein Kakaobutterspray. Und das sorgt dafür nicht nur, dass man gut riecht, sondern auch für eine schöne Bräunung. Im Sommer natürlich immer toll. Und das zieht auch wirklich gut in der Haut ein. Was schön ist, wenn man nicht so einen öligen Film auf der Haut hinterlässt. Deswegen dieses auch für mich ein Sommerprodukt, was ich schon jetzt seit 2 Jahren, glaube ich, verwende und mir immer wieder nachkaufe. Und nun ein Produkt, was mir schon meine Mutter vor ungefähr 5 Jahren empfohlen hat. Und zwar von Yves Rocher ein Deo-Roller. Den kaufe ich mir auch jedes Jahr wieder. Der riecht eigentlich recht neutral. Der ist mit Aloe Vera. Aber er ist wirklich super. Man schwitzt nicht mehr. Und es ist ein angenehmer Duft. Deswegen kaufe ich mir den auch immer wieder. Ich finde so Deo-Rollers im Sommer wirklich sehr praktisch. Und für euch eine Empfehlung, wenn ihr bis jetzt noch keine Deo-Roller getestet habt, dann testet mal diese. Die sind wirklich super. Ich bin niemand, der mich im Sommer sehr viel schminkt, denn die Schminke läuft eh wieder runter. Aber was manchmal sein muss, ist ein Concealer. Und zwar da nehme ich am liebsten den von Alverde in flüssiger Form. Damit kann man mal Pickelchen überdecken, Augenringe überdecken und wenn man sonst irgendwelche Flecken im Gesicht hat, Pigmentflecken oder sonstiges, wirklich super, ein Sommerprodukt, was gut hält und nicht davon schmilzt. Und mein letztes Produkt, was ich euch zeigen möchte, was bei mir auch immer wieder im Sommer zum Einsatz kommt, ist so ein Parfüm Roll-On. Der sieht so aus. Da könnt ihr entweder den fertig kaufen von einer Firma oder selbst befüllbare kaufen. Dann könnt ihr dann euer Lieblingsduft reingeben. Das Schöne daran ist wirklich, dass man sehr präzise auftragen kann durch den Roll-On. Zum Beispiel hinterm Ohr. Denn man sollte auch dran denken, Parfüm und Sonne ist nicht so eine gute Kombination. Das gibt unschöne Flecken auf der Haut. Deswegen ist sowas sehr empfehlenswert, riecht sehr gut, duftet sehr lange und man kann ihn schön auftragen. Falls ihr euch jetzt mehr Produkte erwartet habt, leider habe ich nicht so viele. Natürlich gibt es dann immer noch vereinzelte wie Kokosöl für die Haare und sonstiges. Aber das waren so die Standardprodukte, die ich immer verwende. Schreibt mir doch gern unten in die Kommentare, was ihr gerne so für Produkte habt oder die ihr euch jeden Sommer wieder nachkauft. Das wäre sehr interessant für mich zu wissen. Vielleicht finde ich da auch ein paar neue Produkte. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Video. Tschüss!